Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Rift. Ja. Ich weiß nicht, wie viel es braucht. Wir testen es einfach mal. 4 sind es bis jetzt. Und 5. Das sind ziemlich viele. Mal sehen, was wir bekommen. Leder? Nur Leder. Okay. Also 5 Pfeile. Ui, der war weg. Na toll. Ja, ich glaube, ich mache die alle erstmal weg. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine schlechte Idee ist. Ich persönlich halte es für eine gute, denn die sehen irgendwie sehr komisch aus. Seht ihr, und schon geht's los. Hui! Ja. Und tschüss. So, ich hoffe, die Bienen stechen mich nicht. Weil ist auch nicht so schlimm. So, den nehmen wir mit. Wunderbar. Schaufel haben wir dabei. Sehr gut. Okay, ich bin gespannt. Also, hier kommen wir auf alle Fälle nochmal wieder. Hier müssen wir noch die Bienen einsammeln. So. Konnte ich gar nicht springen, wie ich wollte. So, warte mal. Können wir hier ein bisschen Holz mitnehmen? Schön. Das geht nicht. Ich probiere nochmal, ob ich den mitnehmen kann hier. Der sieht so aus, als will er mit. Na, und den hier? Der geht auch nicht. So, ich habe ja manchmal so eine Idee, dass dort, wo wir gelandet sind, dann auch meistens noch was liegt. Verborgen. Aber diesmal nicht. Okay. Gut, dann einmal die Schaufel. Dann nehmen wir den Schmutz hier mit. Sehr schön. Ja, dann hat es ja doch funktioniert, aber ja, also am Ende, wenn ich wahrscheinlich mir gar nicht zu helfen gewusst hätte, hätte ich die Rakete noch gezündet, dann wäre es vielleicht zur Lösung noch gekommen, aber finde es ein bisschen, wenn man den falschen Weg wählt. Naja, egal. Wir haben es gefunden und das ist das, was zählt. So, ich schaue jetzt erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Nichts. Geht's hier hoch? Hier geht's sehr hoch. Das ist ja schon mal cool. Was ist denn das hier Schönes? Ein Schlüssel beim Bürgermeister. Seht ihr, ich habe da gewusst, warum wir hier lang gehen. Und wieder eine Nachricht. Mhm. Okay. I asked them to leave me here. It's the pigs. For weeks they've acted erratic. I've been blind to it. I didn't even notice the butchers getting sick. It all started when Olaf Wilstrom arrived, and I do not see it as a coincidence. Hm, naja, kann ja mal passieren, ne? So. Heilsalbe haben wir schon die zweite jetzt aufgenommen. Das ist schön. Und gut so. Da drüben ist nichts. Schade, dass ich das jetzt nicht dabei habe. Habe ich hier eine Kiste gesehen? Komme ich hier runter? Nee. War nix. Hätte sein können. So. Nochmal Heilsalbe. Sehr gut. Und nochmal Heilsalbe. Sehr schön. Gut. Ja, ich denke, da sind wir hier schon erstmal
Quid, ne? Und das ist hier das, was wir gesehen hatten. Das Krankenhaus. Infirmary. Also sowas wie, naja. Ja. Eine Mischung aus Arzt und Apotheke, nennen wir es mal so. Mhm. Gut. Dann muss ich hier nochmal hoch wegen den Bienen. Dann müssten wir jetzt zum Bürgermeister. Darüber müssen wir auch noch. Oder waren wir da schon? Das sieht so offen aus. Ne, da waren wir schon, ne? Genau. Da hinten waren wir auch schon, glaube ich. Da unten waren wir auch. So, das heißt, wir können jetzt hier die Seilrutsche nehmen und zurück fliegen. Yippie! Ja, wenn das Base hier zu spät auslöst, ne, dann weißt du Bescheid. So, warte mal. Ich mach mal ganz kurz hier den fliegenden Schwan. Und hole mal unseren, wo ist es denn hier, unseren Köcher. Unseren Köcher, genau. Dum, 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 dum. Das kommt hier hin, das kommt dahin. Hm. Leder kommt hier hin. Das ist Heilsalbe, das ist Medizin. Wo tut man Medizin hin? Ich habe keine Ahnung. Die Essenskiste vielleicht. Das ist übrigens unterschiedliche. Die eine ist okay und die andere ist super okay. So kann man es auch definieren, ne? Mhm. So. Ich tue hier nochmal das so machen. Okay. Einen nehme ich mit. Und einen trinke ich mal. Sehr gut. Oh no, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die andere Ziege hin? So, dann trinke ich das mal. Sehr gut. Und das andere können wir zurück tun. Sehr schön. Okay, gut. Dann schnell mal wieder aufräumen hier. Bam, bam. Und das kann ich mal hier hin tun. Das kommt dahin. Holz kommt hier unten hin. So. Achso, wir müssen ab und zu mal den Scanner benutzen. Denn ab und zu wird er uns ja wohl mal zeigen, wo was sein könnte, oder? Dafür muss man eben bloß benutzen, ne? So, ist denn die Batterie dort oben schon wieder leer? Also das ist ja... Das ist ja ein Fiasko. Und es wird schon wieder dunkel. Mein Gott, die Tage rennen hier, oder? Halt, hier wollte ich lang. Hallo? In der Tat, die ist leer. Hier, bleib mal da, du. Bleib mal da. Okay, gut. Ich schlafe das mal schnell weg. Ich hoffe, das geht schon. Ja, fast. Okay. Dam-da-dam-da-dam. Also, was liegt jetzt noch an? Ich würde jetzt gerne noch natürlich zum Bürgermeister müssen wir noch. Wir... Haben wir den Schlüssel denn schon benutzt für das Verschlossene? Es sieht so aus, dass wir das benutzt haben. Okay. Okay, und da werden wir ja dann wohl hoffentlich dann noch was finden für, weil wir haben ja nun schon die Kabel für das Ladegerät und ich gehe mal davon aus, dass wir da den Rest noch finden. So, okay, ich glaube, wir sind gut gestärkt. Man kann nie genug gestärkt sein, denke ich. Okay, wir gehen mal hoch. Ich hole mir jetzt noch die Bienen und dann gehen wir mal rüber zum Bürgermeister und schauen mal, was der vielleicht drüben für uns hat. Und ich glaube, dann sind wir hier fertig. Ich meine, es hat auch ziemlich lange gedauert. Aber für mich ist das das erste Mal. Andere sind da ja erfahrener. Die haben da, waren da schon mal bisher gespielt und wissen, wie, was, wo läuft. Ich musste mich erstmal reinfitzen und dann noch zur falschen Seite angekommen. Das ist natürlich dann der Brüller. Aber so ist es halt.
Lässt sich nicht ändern. So, gut. Wo musste ich jetzt hin? Darüber. Dann muss ich hier hoch. Einmal drücken. Yippie. So, die Schweinchen hat man ja alle. Sehr gut. Dann geht es jetzt noch an die Bienen. Hallo? Wow. Wow. Jetzt haben wir sie. Sehr gut. Dann nehmen wir den Honig noch mit. Da haben wir wieder 5 Gläser. Ja, dann können wir das dritte Stockwerk bauen. Die Tierabteilung. Und dort werden wir dann auch die Tiere separieren. Das fehlt uns jetzt vielleicht eigentlich noch ein Lama, dass das nicht allein ist. Achso, hatten wir alles? Waren wir wirklich da oben? Ich muss jetzt trotzdem nochmal schauen. Kommt mir gerade so vor. Hier ist noch eine Leiter. Okay, vielleicht hätte man so gehen sollen. Ja, ich glaube, so hätte man gehen sollen. Ja, hier waren wir gewesen. Okay. Und für was brauchte ich dann den Schlüssel? Ich weiß gar nicht. Habe ich hier irgendwas aufgeschlossen? Schwuppdiwupps. Also irgendwas werden wir aufgeschlossen haben, aber ich sehe jetzt nicht mehr genau was. Hier gibt es keine Leiter. Können wir nochmal einen Blick nach unten werfen? Da ist auch nichts. Gut, okay. Gut, ich glaube, das war's, ne? So, da drüben müssen wir noch hin. Hier waren wir gewesen. Gut. Dann auf zum Bürgermeister, würde ich sagen. Ja, 4 Schweine kann man natürlich, das Fleisch kann man nicht essen. Da wird man uns, glaube ich, vergiften. Genau wie der Doktor, der hier war. Oder was auch immer. So, yippie! Und da sind wir. Bürgermeister, der ist irgendwo da drüben. Bumps. Da ist er. Dann gehen wir mal gucken, was der Schönes für uns hat. Boing. Alle Knochen gebrochen. So. Ich glaube, das kann ich wegstecken, ne? Und das vielleicht auch. Das vielleicht auch. Was wir mal rausholen können, ist vielleicht das Gerät hier. Nein, ist nicht dein Ernst, ehrlich. Hier gibt es was zu buddeln. Ach so, warte, ich muss auf das Geräusch achten. Erst wenn es richtig voll ist, ne? Ah, sowas. Guck das an. Und nehmen. Schaut euch das an, was wir drin haben. Wahnsinn. Krass, oder? Hier ein schönes Bild, noch ein schönes Bild. Glas. Allerlei Zeug. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir jetzt hier drüben bei den Schweinen gar nicht gemacht. Da müssten wir eigentlich nochmal rüber, ne? Wenn wir es genau nehmen, müssen wir nochmal rüber. So, da will ich jetzt nicht hin. Komme ich eigentlich da zurück? Ich komme dahin zurück. Okay, das wäre ja erstmal in Ordnung. So, ich muss jetzt mal hier rein. Platz. Ah ja, eine Boje. Irgendwas zu mitnehmen hier? Nö. So, schauen wir mal hier drüben. Da ist auch nichts. Das Vorzimmer hier, die Sekretärin und die Wasserrationierung. Auch nicht schlecht. So. Eine Kiste, ein Bauplan, Kontrollpunkte. Ermöglicht es dir, alle Motoren von einem Ort aus zu steuern. Das ist natürlich absolut genial. Und das ist eigentlich das, was ich mir schon die ganze Zeit wünsche. Das ist echt schön. Hut des Bürgermeisters aufnehmen. Haben wir. Und was haben wir hier? Benutze 3 Teile des Ladegerätes. Ehrlich? Wir können jetzt das Ladegerät bauen. Sehr gut. Ehrlich? Sehr gut. Okay, aber ich muss hier trotzdem, na, seit ihr mir das gesagt habt und ich das auch umsetze, haue ich das auch immer gleich weg. Ne? Was soll der Geiz? So, haben wir hier alles gelootet. Das ist alles in Ordnung. Oh, was steht dort? Hinweis aufnehmen. Okay, die Karawanenstadt haben wir wohl fertig. Und das heißt, wir haben jetzt einen neuen Hinweis, ne?
Genau, Tangaroa. 71, 78, klingt polynesisch. Ja. 71, 98. Sehr schön. Gut. Zweite Etage. Na, aber hallo. Das nehmen wir doch noch mit. Die geheimen Reserven des Bürgermeisters. So wie sich das gehört für einen guten Bürgermeister. Na, das Volk darf dahin. Und selber geht es einem richtig gut. Das ist bestimmt seine Kajüte hier. Da ist nichts drin. Da haben wir noch was. Eine Kokosnuss hat er sich geklemmt, okay. Ich sage ja, die sind alle korrupt, ne? Freunde, das ist alles Ironie, ne? Ich denke, dass das rüberkommt. So, wie sieht's denn hier aus? Wo geht's hier hin? Hier geht's nirgends hin. Aber den seinen Platz gefällt mir richtig gut. Den seine Position hier würde ich auch nehmen. Also das Amt kann den von mir aus jemand anders machen. Wenn es unbedingt jemand machen will, aber die Hütte gefällt mir. Schön alleine. Na? Und wenn du keinen Bock hast, schneidest du die ganzen Seile durch. Ups. Genau, die Rückwärtsbewegung lässt man los. Okay. Das tue ich nochmal rein hier. Das haben wir nicht. Das ist alles voll. Haben wir denn noch irgendwas? Nee, wir müssen sowieso zurück. Gut, das ist es eigentlich erstmal. Darunter, rein theoretisch geht so der Weg. Aber das haben wir schon abgegrast. Ich würde es trotzdem machen. Rein des Spaßes wegen. Geil. Ich glaube, wir müssen erst aufschlagen einmal. Und dann, ja, wäre es das gewesen. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Wäre es das gewesen und wir wären richtig gelandet. Gut, dann haben wir das auch mal getestet. Naja, was soll's. So, wo muss ich denn hier lang? Ach, weißt du was? Nehmen wir halt den Weg. So. Gut, wir gehen erstmal ausladen, würde ich sagen. Wir sind voll. Und wir haben jetzt auch alles. Wir waren drüben in der Sunny-Station. Wir waren beim Bürgermeister. Wir waren bei den Schweinen. Caravan Island ist Geschichte. Ist definitiv Geschichte. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Wir haben hier jede Menge von dem Zeug. Das tue ich mal rein. Wir haben was zum Essen. Ich habe hier unten Holz. Ich habe hier ein bisschen Klipper. Glas. Hier oben ist Kupfer, Steine, Scharniere, Schrott, Eisen. Hatte ich nicht gerade das Glas rüber getan? Okay. Das ist, glaube ich, hier falsch. Das kommt hier hin. Das Zeug kommt dahin. Okay, die Waffen. Das tun wir mal hier rüber. Das brauche ich gerade alles nicht wirklich. So, Pfeil und Bogen kann rüber. So, das machen wir mal so. Der Köcher kann rüber. Das kommt hier hin. Die zwei wunderschönen Bilder tun wir mal hier hin. Die werden wir irgendwann aufhängen. Aber das kann unter Umständen ein bisschen dauern. Die Batterie ist leer. Die Batterie kommt irgendwo hier hin. Das kommt woanders hin. Und das auch. Was haben wir doch? Hier, das Pulver hat man doch noch irgendwie. Genau. Und Seile kommen hier unten hin. Und dann haben wir hier. Gib mir mal den hier rüber. So. Die kommen auch hier hin. Dann kommt das noch hier rüber. Die Axt kommt rüber. Die Axt kommt rüber. Und das andere behalten wir erstmal. So wie es ist. Aber die Schaufel müsste eigentlich auch noch rüber. Ja, und normalerweise müsste ich hier eigentlich nochmal schauen gehen wegen dem. Genau. Das werden wir nochmal machen. Wir werden nochmal einen ganz schnellen Ausflug machen. Halt.
jetzt echt heftig, ne? Weil normalerweise, ich denke, dass wir hier noch Titan finden. Habe ich jetzt die Schaufel dabei? Ja, zum Glück. Ich denke, dass auf jedem Standort eine Kiste zu finden ist. Wir waren unten am Strand, das haben wir gemacht. Wir waren beim Bürgermeister drüben. Das heißt, wir müssen mal schauen. Es müsste dann hier theoretisch auch was geben. Kann aber sein, dass das dasselbe ist, ne? Weil wir hier drüben den Strand schon gemacht haben. Warte mal. So. Und es wird schon wieder dunkel. So. Gehen wir mal dahin. Ach, Mann. Okay. Ich sehe schon, das Glück ist jetzt nicht Holz. Das ist doch nicht wahr. Was willst du machen? So. Ja, tut mir leid. Kleines bisschen hin und her, aber... Wenn es um Titan geht, ich glaube, weil das eben so selten ist, sollten wir es uns auch nicht entgehen lassen. Es wird jetzt dunkel. Mhm. Das ist kein Problem. So. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Posten oder auf jeden... Dings eins vergraben ist und deswegen sollten wir uns da auch die Mühe machen und das finden. So. Hier sagt er nichts. Hier sagt er gar nichts. Okay. Ja, jetzt ist es natürlich schön dunkel, ne? Hm. Aber manchmal ist das Spiel eben auch nicht auf deiner Seite, ne? Da kannst du machen, was du willst. Mal noch 5 Minuten hier Tageslicht. Wäre echt der Brüller gewesen. Gut. Dann sind wir erstmal zurück. Ich versuche es jetzt mal schnell wegzuschlafen. Und dann würde ich trotzdem nochmal schauen gehen. Ja, dann lassen wir das heute bei der Folge so. Ist hier ein bisschen kürzer. Wir stechen in sie in der nächsten Folge. Oh, wie praktisch. Ja, übrigens fallen die durch. Die Eier fallen durch. Ich habe schon unten welche eingesammelt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ja, jetzt sind keine da. Vielleicht sind sie auch durchgefallen. Aber die fallen auf alle Fälle durch. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön fürs Dabeisein. Wir werden, nächste Folge werden wir hier in See stechen. Ich brauche nämlich neue Materialien, um den Ausbau weiter zu forcieren. Hier unten wird es einen Umbau geben, ganz klar. Im Grunde habe ich schon angefangen, ihr seht es. Und die Tiere werden nach oben verfrachtet. Und ich bin ganz gespannt. Ich würde denen auch gerne mal einen Namen geben, aber ich habe das nur einmal gehabt bis jetzt, dass... die mir einen Namen angezeigt haben. Auch wenn ich hier direkt auf das Schild zeige, will er mir keinen Namen geben. Das ist irgendwie putzig. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch vielleicht. Gut, okay. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.